So, hallo zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Tja, Jurassic World 3, der Film ist angelaufen und selbstverständlich gibt's hier auch ein Magazin zum feministischen Jurassic World 3 Teil. Denn, ich zitiere Laura Dern, aka Ellie Sattler, Steven und mir war es wichtig, dass Ellie eine feministische Actionheldin ist. Sie ist tough und körperlich stark, aber auch kompliziert und witzig. Das würde ich von allen Frauenfiguren der Reihe behaupten. Ich sage gerne, Eva besitzt die Erde, das mag ich. Ne? Laura Dern, Originalaussage. Oder ich zitiere zum Beispiel Bryce Dallas Howard, aka Claire Dearing. In den Jurassic-Filmen gibt es eine Menge Frauenpower. Am Anfang waren alle Dinos weiblich, also nur Frauen. Das unterstreicht das Ideal der weiblichen Stärke und Macht. Super. Und vermutlich wird das Ganze dann auch noch durch dieses Gewehr hier unterstrichen. Ja, für taffe Frauen, die das Ideal der weiblichen Stärke und Macht nochmal unterstützt. Wir haben hier nämlich einen Tranquilizer mit dabei, ein Betäubungsgewehr. Und ich frage mich halt ganz ehrlich, wäre es nicht vielleicht besser gewesen, hier vielleicht einen Dinosaurier beizupacken? Ich sag nur Blue oder Baby Blue. Den Pyroraptor oder Giganotosaurus anstatt wieder eine Waffe, ein Gewehr, das gefühlt schon in zig Magazinen drin gewesen ist. Ne? Aber ja, wir werden es uns anschauen, aber als erstes natürlich ein Blick in das Magazin hier. Wir kriegen 36 Seiten, inklusive Umschlag und Poster, ganz klar. Auf dem Cover T-Rex mit drauf, die Dinos greifen an, entkomme den Sauriern, T-Rex vs. Giganotosaurus, wer gewinnt das Duell, bissige Raptor-Rätsel, Jurassic Quiz, drei starke Poster und hier steht's auch nochmal, das Heft zum Film und wir haben hier die Nummer 1 für 4,99 €, Jurassic World, ein neues Zeitalter. Ja, lasst uns mal reinschauen. Ich zeige euch nicht das komplette Magazin, denn ich möchte jedem, der sich das kauft, natürlich nicht die Spannung nehmen. Ja, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Bühne frei mit der Autokino-Szene. Hier einige Anmerkungen. Auf den nächsten Seiten seht ihr Willkommen im neuen Zeitalter. Das gab's noch nie. Dinosaurier und Menschen müssen nun miteinander leben. Wie ist es dazu gekommen? Was bisher geschah und hier Nordamerika Dinosaurier-Sichtungen. Und hier seht ihr die Gebiete und entsprechend groß die schwarzen Punkte sind, findet ihr halt Dinosaurier-Vorkommen, die hier beschrieben werden. Hier auch noch ein Bild zum Ausmalen und natürlich auch coole Bilder, die man hier sehen kann. Dann geht es hier weiter mit Dino-Überlebensratgeber. Ihr seht hier schon Blue, Velociraptor, ein cleverer und schneller Jäger, der seine Beute mit seinen gekrümmten Krallen festhält, während er sie frisst. Ne? Tyrannosaurus Rex. Der kräftige Biss des T-Rex macht ihn zum Spitzenraubtier. Die steigenden Kiefer zermalmen auch Knochen und Schuppenpanzer. Tyrannosaurus. Dieser ungewöhnliche Saurier frisst zwar vor allem Pflanzen und Fische, ist aber mit seinen Killerklauen jederzeit verteidigungsbereit. Dann haben wir hier den Quetzalcoatlus. Dieser Raubsaurier ist eines der größten fliegenden Tiere aller Zeiten. Er hat riesige Flughäute und einen kräftigen Schnabel. Hier findet ihr auch Größenangaben im Größenverhältnis zum Menschen, was ich sehr cool finde. Ne? Hier einfach mal ein Beispiel am Velociraptor. Schöne Abbildungen. Ne, haben sie klasse gemacht. Und dazu gibt es auch Dino-Party-Sekt. Ne? Natürlich ohne Alkohol. Genial, oder? So, dann hier, komm. Es geht weiter mit dem Baryonyx. Der Baryonyx rauft gern mit seiner Beute. Er ringt sie mit seinen fiesen Klauen zu Boden, bevor er sie tötet. Dilophosaurus. Klein und giftig. Dilophosaurus wirkt harmlos, bis er seine Halskrause ausbreitet und tödliches Gift verspritzt. Ja, aber nur im Film, dann haben wir den Dimetrodon. Auf den ersten Blick wirkt er langsam und schwerfällig wie ein Krokodil, aber auf Beutetiere stürzt er sich blitzschnell. Dann haben wir hier den Pyroraptor, extrem aggressiv und intelligent. Der Pyroraptor ist ein Tarnspezialist, der sogar aus dem Wasser heraus angreift. Nicht fehlen darf natürlich auch der Giganotosaurus, ne? Super Abbildung, schaut euch das an. Das größte bekannte Landraubtier, das es je gegeben hat. Vor diesem Monster-Dino hat sogar ein T-Rex Respekt. So, das zu diesen Seiten. Dann kommen wir mal zum Poster. Schwupps, beziehungsweise sind ja drei Poster. Hier einmal Blue und Beta.
in der verschneiten Landschaft. Dann haben wir auf der gegenüberliegenden Seite Atrociraptor. So sieht das hier aus, eher ein bisschen grafisch gestaltet. Und in der Mitte ein doppelseitiges Poster haben wir hier. Achtung, Tyrannosaurus Rex im Gebiet gesichtet. Ne? So sieht es aus. Schönes, großes, doppelseitiges Poster mit dem Jurassic Saurier. Okay, alles klar. Das dazu. Auf dieser Seite haben wir einen Hinweis zu unserem starken Betäubungsgewehr, ne? Mit 3 Pfeilen. So funktioniert dein Extra. Schiebe die Munition vorne in den Lauf, ziehe das Teil mit dem Zielfernrohr zurück, bis es einrastet. Aha, interessant. Peile dein Ziel an und drücke dann den Abzug. Okay, was schreiben Sie hier noch? Uah, im hohen Gras das steht hier tatsächlich, ne? Uah. Also, uah, im hohen Gras lauern wilde Dinosaurier. Zum Glück hast du jetzt einen Shooter, mit dem du auch den größten Tyrannosaurus kurz schlafen legen kannst. Bist du zielsicher genug? Probier es gleich aus, ja. Das werden wir ausprobieren. Klaro. So, hier unten ein bisschen Werbung, Hörspiele gibt es natürlich auch, klar. Dann gehen wir hier mal weiter auf diese 2 Seiten. T-Rex versus Giganotosaurus. Beide Dinos sind echt krass, aber welcher hat die Nase vorn? Das entscheidest du. Trage deine Bewertung in die Felder ein. Also hier unten haben wir verschiedene Begriffe. Gestalt, Gebrüll, Gebiss, Gefährlichkeit, bester Kampf zum T-Rex und Giganotosaurus. Und hier könnt ihr selbst eure Punkte eintragen, ne? Von 1 bis 10 und das Endergebnis hier entscheidet, welcher Dinosaurier die Nase vorne hat. Der T-Rex oder der Giganotosaurus. Das könnt ihr hier für euch machen. Auch nochmal eine Größenbeschreibung, ne? Finde ich klasse. Und vor allem auch die Power, die die Dinos hier vorzuweisen haben. Und das sind also echt klasse Bilder. Ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber. Schöne Details. Freut man sich auch auf die Actionfiguren, wenn man sie noch nicht hat, ne? Gut, wir gehen weiter. Überspringen aber ein paar Seiten. Dann hier, überleb auf dünnem Eis. Hier könnt ihr einen Test machen, ob ihr tatsächlich überlebt, ja? Oder ob ihr im Dino-Magen landet. Hier gibt es einige Fragen und dann könnt ihr sehen, wo ihr hier drüben landet. Im Dino-Magen oder sicher zu Hause. Ne? Finde ich auch witzig. Könnt ihr machen. So, dann haben wir hier nochmal 2 Seiten und zwar Trainer-Test. Wärst du ein guter Raptorentrainer? Hier kannst du es testen. Ne? Hier auch ein paar nette Abbildungen von Blue. Also ihr seht, ihr habt hier einiges zu tun. Und das war's auch schon. Es gibt auch keine Vorschau aufs nächste Magazin oder sowas. Wahrscheinlich werden wir mal testen, läuft das Ding oder bleibt es bei dieser einen Ausgabe. Das werden wir sehen. Vielleicht kommt noch eine Ausgabe raus. Aber ich sag's nochmal, anstatt diesem Betäubungsgewehr hätte ich mir hier wirklich einen Dinosaurier gewünscht. Entweder Pyroraptor, Blue, Baby Blue oder Giganotosaurus. Oder von mir aus hier auch noch den T-Rex rein. Mir hätte es tatsächlich besser gefallen. So. Jetzt schauen wir uns dieses Betäubungsgewehr hier an. Haben sie extra einen Jurassic World Aufkleber drauf gemacht. Ja, für alle, die alles sammeln, die werden hier auch nicht drum rumkommen. So, ich pack's mal aus. Einfach hier vorne öffnen, alles rausholen. So, auch die Pfeile. So, das Gewehr hier, wen es interessiert, hat eine Länge von 35 cm, also groß. Haben sie hellgrün gemacht mit roten Teilen. Und ein Aufkleber drauf. Ne? Also man hat das Ding meiner Meinung nach schon in zig Ausgaben gesehen. Und jetzt schauen wir mal, ob das schießt, wie es schießt. Das Fernrohr hier dient zum Spannen. Ist natürlich hohl das Ganze, aber ja, komm, ist schon okay. Ich meine, es ist Plastik, dünnes Plastik. Ihr dürft da nicht hier rumwettern wie blöd. Dann geht es ziemlich schnell kaputt, aber macht so auf den ersten Blick einen recht stabilen Eindruck. Das auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch 3 von den Geschossen mit dabei. Hier vorne eine Plastikspitze, kein Gummi. Und auf der Rückseite, das ist so Moosgummi. Ne? Also, dann wird das Ganze hier einfach vorne reingesteckt. Das geht gar nicht tief rein, einfach so. Das wird nach hinten gezogen. Es rastet ein. Ja, mehr ist es gar nicht. Und der Luftdruck befördert das dann ganz einfach aus dem Rohr. Wisst ihr was? Ich ändere hier mal kurz die Kameraperspektive. Ja, also wie schon gesagt, das sitzt ganz locker drin. Das geht auch nicht wirklich tief rein. Kann man reinsehen? Ich glaube, so sieht man es. Ne? Also wenn ich jetzt hier den Abzug drücke, dann kommt das Ding hier vor. Also mehr ist es nicht. Und mit dem Teil hier oben zieht ihr das ganz einfach zurück. Finde ich gut, dass es einrastet. Ne? Also dann richte ich das mal nach vorne. Ich drücke ab und zack, jo, fliegt.
Nicht allzu weit, aber es fliegt. Ich spann's wieder. Nächster Pfropfen rein. Hier einfach abdrücken und zack, fliegt das Ding weg. Nochmal zurückziehen. Nochmal reindrücken. Und Schuss. Zack. Also es fliegt schon 3-4 Meter oder so. Vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Jetzt probieren wir natürlich mal ein Ziel zu treffen. Ihr seht, ich mache mir richtig schwer. Das ist ein ganz, ganz schmales Stückchen Karton. Ja? Ich ziel mal. Ich bin mal gespannt, ob ich es treffe. Ich bin jetzt circa einen halben Meter weg. 3, 2, 1 und... Auf den ersten Schuss getroffen. Mit dem Tranquilizer von Jurassic World. So sieht's aus, ne? Also Leute, das Ding ohne Scheiß macht einen stabilen Eindruck. Es funktioniert, es schießt. Wenn euch das gefällt, könnt ihr nichts verkehrt machen, ne? Okay, dann würde ich sagen, kommen wir hier schon wieder zum Schluss. Das niegelnagelneue, brandheiße Jurassic World. Ein neues Zeitalter-Magazin. Die Nummer 1 kostet in Deutschland 4,99 Euro. Mit dabei dieser Tranquilizer und 3 Schuss Munition. Wenn ihr Spaß dran habt, könnt ihr hier gar nichts falsch machen. Ihr kriegt einen Haufen Dinos, Spiel, Spaß, Ausmalbilder und so weiter. Plus dieses Gewehr als Gimmick. Wie schon gesagt, Waffen, haut mich nicht weg. Dinosaurier hätte mir tatsächlich besser gefallen. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Film, den ich nicht sehen werde. Ich mag Dinos, aber tut mir leid. Die Aussagen zu diesem Film sind so dermaßen schräg, muss ich nicht unbedingt unterstützen. Habe ich schon genug getan, indem ich dieses Magazin hier gekauft habe. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Nochmal ganz, ganz viel Spaß mit den Dinosauriern, mit dem Magazin und mit eurem Gimmick. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Ruppi. Yay! Yeah.